Morgen von unserem Frühstückstisch. Wir haben heute zum Frühstück den Zopf von Roberts Oma, den sie gestern netterweise für uns noch gebacken hat. Wir werden jetzt ein bisschen frühstücken und dann reiten wir los Richtung Barry Hills Farm, Brauereibesichtigung und dann Wasaga Beach. Bis später. Wir sind jetzt an der Barry Hills Farm. Das ist eine Farm, wo man selbst Gemüse und Obst pflücken kann. Und da schauen wir jetzt mal vor. Wir bekommen jetzt nochmal Frühstück. Wir haben uns eine Erdbeermilch, eine Schokomilch, Äpfel hergerichtet und auch Müsli mit Naturjoghurt. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Genau, Melonen haben sie aufgeschnitten. So, wir durften jetzt frühstücken und werden jetzt mit diesem Traktor auf das Feld rausfahren und unsere eigenen Erdbeeren pflücken. Ja, wir beobachten jetzt hier den Adrian, wie er gerade Erdbeeren pflückt. So, auf der Seite gibt es Blaubeeren zum Pflücken. Ja, schauen wir mal, wie die anschauen. Oh ja, Qualitätstest. Quality-Test. Boah, die sind sausüß. Sausüß. Ich habe voll das Problem mit meinem Korb. Einfach nicht voll, weil ich immer wieder alles kaufe. Aber die sind einfach so gut. Die sind sweet. Hier im Shop kann man jetzt die frisch geernteten Obst- und Gemüsesorten kaufen. Und die Auswahl ist riesig. Die Mädels rüsten jetzt noch unsere Avis auf mit frischem Gemüse. Hier gibt es Kartoffeln und Pfeffer. Kilometer weiter sind wir jetzt hier an der Creemore Springs Brewery. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Brauerei an, suchen jetzt erstmal nach einem Parkplatz. So, wir gehen jetzt in die alte Abfüllstation von der Brauerei und werden da unsere Tour beginnen und später dann uns die Produktion anschauen, wie alles funktioniert. Jetzt sind wir hier in der Brauerei und jetzt schauen wir mal, ob die auch einen gescheiten bayerischen Hopfen verwenden. Then it will go over there, get picked up by a magnet, goes on a skid, and then it will go into our back room, and then it will go into this little town called Stainer, just up the road there, because we have a big distribution area there, so that's how it gets all over Canada. Mal sehen, was die Kanadier drauf haben mit dem Bier. Wir sind jetzt hier bei der Verköstigung, haben 5 verschiedene Biere insgesamt zum Probieren und schmecken uns jetzt mal durch. Dann mal Prost. Was hast denn du? Hier gibt es ein Lagered Ale. For me too. Prost. Also das erste Bier schmeckt ein bisschen so wie Kölsch. Nicht sehr stark, aber doch ganz gut. Ja, definitiv. Hat er doch vollkommen recht. Nächstes probieren wir das Premium Lagerbier. Ja.
deutlich mehr Aroma und schmeckt eigentlich echt gut. So, jetzt kommt das Altbier, Special German Brown Ale. Schauen wir mal, ob das gut schmeckt. Prost drauf. Seltsamer Nachgeschmack. Das andere war deutlich kräftiger im Geschmack, was man davor hat. Nicht mein Favorit. Als nächstes probiere ich das Pils. Schauen wir mal, was das so kann, ob es so rau ist wie unsere Nordsee. Das Pilsner schmeckt gut. Also ist aber relativ mild. Also unser Pils ist deutlich herber. Jetzt kommt das letzte Bier. Das ist ein India Pale Lager. Ja, das ist ungefiltert und hat ein bisschen Zitronengeschmack mit drin und einen sehr starken Hopfengeschmack. Dann spray it. Zum Wohl. Hat einen ganz eigenen Geschmack. Ich bin mir nicht sicher, ob das mein Bier werden würde. Eher nicht. So, wie hat es bei euch so geschmeckt? Einwandfrei. Welches? Da ist auch Jitzer aufgekommen. War das mit Zitrone, oder? Keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall nichts. Aber die anderen sind ganz gut. Ja, während die anderen jetzt noch bei der Bierverkostung sind, suche ich mir gerade mal ein windstilles Örtchen. In letzter Zeit haben wir leider sehr viel Wind. Das heißt, die Videos, die draußen sind, sind leider immer mit Windgeräuschen. Ich versuche es so gut wie möglich windstille Orte zu suchen. Und wir sind jetzt hier in Creemore. Das ist ein Ort mit 1300 Einwohnern. Und eigentlich so ganz typisch wie im Film. Vor jedem Haus steht ein dicker Karren. Ja, schöne Häuser sind hier. In jeder Ecke irgendwie eine Bar oder eine Wirtschaft. Und hier ist eben jetzt unsere Brauerei. Schön mit Schild. Hier lässt sich schon aushalten. Wir fahren jetzt gleich noch zum Tanken und gegenüber ist der große John Bierhändler. Und dann schauen wir uns mal so richtig fetten, riesigen, mega riesigen, großen, mega tollen Metrasche an. Wir tanken jetzt unsere AVs wieder auf und ich nehme euch jetzt mal kurz mit raus. Es ist natürlich wieder sehr windig, sorry dafür. Wir stehen ja gerade an der Kreuzung und warten auf die anderen und währenddessen können wir rechts mal ein bisschen eine Sojaplantage begutachten. Also das ist nur ein relativ kleines Feld. Aber man sieht alles, was ihr da vorne seht, bis zum Waldrand hin gesehen, ist alles Sojaanbau. Wir sind jetzt an Wasaga Beach angekommen. Es zieht gerade ein kräftiges Gewitter auf. Es hat gerade schon kräftig gedonnert. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden für 10 Dollar pro Wohnmobil. Hier vorne ist dann der See und jetzt schauen wir uns hier mal um und nehmen euch mal mit. Bis gleich. Wir sehen jetzt hier den viertgrößten See der Welt und damit auch den größten Süßwasser-Sandstrand der Welt. Das Wetter ist leider jetzt nicht mehr auf unserer Seite. Es fängt jetzt eigentlich richtig an zu regnen. Da hinten sieht man schon die ersten Blitze. Ja, ab ins Wohnmobil. Ich fange jetzt gleich zum Schneiden an. Dann komme ich heute mal vor 2 Uhr ins Bett. Das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Mal schauen, was unser Abendprogramm ist. Da vorne habe ich schon eine Bar entdeckt. Vielleicht werden wir da noch versumpfen. Dann sehen wir uns da später nochmal. Jetzt haben wir hier gerade Menschenansammlung bei uns im AV. Ich fange jetzt zum Schneiden an. Und da hinten fangen Schafkoppen an. Der Rest wärmt sich auf. Ja, jetzt schüttet es gerade, was geht. Gott sei Dank sind wir jetzt alle hier drin. Ich mache mal das Fenster auf. So, während fleißig gekocht wird, spielen andere Karten. Ein paar sind schon müde. Auch hier wird fleißig Karten gespielt oder aufs Essen gewartet. Wir haben jetzt fertig gegessen.
und ich bin jetzt gerade nochmal auf dem Weg nach draußen, weil die Gewitterwolken haben sich jetzt verzogen. Der Winter ist zwar immer noch da, ich hoffe, man versteht mich halbwegs, aber der Blick hier, der ist genial, mit den Wolken dahin. So, wir werden jetzt mal abwaschen und ich denke, dann beenden wir das Ganze auch für heute. Das Video geht schon wieder 10 Minuten lang. Wir stehen jetzt hier über Nacht und sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht, bis morgen.